Hallo, Lieben. Ja, jetzt melde ich mich mal wieder mit der Karte zurück. Endlich. Ich hatte ja angekündigt, dass es ein bisschen weihnachtlicher bei mir wird. Ja, ihr seht, so richtig weihnachtlich ist die Karte nicht. Das liegt daran, dass ich ein bisschen am Aufräumen war und da ist mir das Kartenset Gruß und Glück in die Hände geraten. Und da dachte ich mir, wenn es mir schon mal in die Finger gerät, dann kann ich damit auch arbeiten. Ja, Kartenset, das hatte ich an anderer Stelle schon mal vorgestellt. Letztendlich ist es so, dass ihr in diesem Kartenset Umschläge enthalten habt, ihr habt Karten und ihr habt verschiedene Embellishments, ihr habt Bänder und eben auch Standsteile, die ihr kolorieren könnt. Und dadurch lassen sich relativ viel Karten basteln. Hier seht ihr eben die Auswahl, die so zeigt, welche Karten ihr mit dem Kartenset basteln könnt. Ihr könnt aber selbstverständlich natürlich auch diese ganzen Zutaten neu miteinander kombinieren und eine andere Karte basteln. Das habe ich nämlich gemacht, das seht ihr hier, die Liebchen-Insti-Karte. Und das bietet sich, finde ich, wunderbar an. Und so wurde das eine, naja, Sommer ist ja jetzt eigentlich schon fast vorbei, herbstlich auch. Also es wurde eine Blumenkarte, die ich trotzdem immer noch auch zu einem guten Wetter passend finde. Und die wollte ich jetzt einmal mit euch zusammen basteln. Also wie gesagt, ihr braucht das Kartenset. Ihr könnt aber natürlich auch schauen, im Katalog gibt es Blumenstempel, es gibt auch Designerpapier, ihr könnt auch Hintergrundstempel nehmen. Also letztendlich könnt ihr das alles irgendwie auch so euch herstellen, diese Zutaten. Aber es ist natürlich praktisch, wenn das alles in einem Kartenset ist, dann braucht ihr diese ganzen Extra-Stempel und Stanzen nicht. Also, ich habe angefangen. Ihr braucht einmal die Grundkarte. Jetzt muss ich einmal überlegen, ich nehme das mal weg, das Licht ist nicht so dolle hier. Ihr nehmt die Grundkarte und dann muss ich nochmal schauen, welche Farbe das ist. Das ist nämlich nicht Savanne, sondern ich meine, das ist Sahara Sand. Also ein bisschen anders von der Farbgebung. So, also ihr nehmt das, dann braucht ihr, jetzt wühle ich mich einmal durch meine hoffentlich gute Vorbereitung. Mal schauen, das ist nämlich relativ spontan jetzt das Video. Ihr braucht ein Stück gestreiftes Papier. Dies hier ist ja, einfach ein Quadrat und da seht ihr einen kleinen goldenen Rand. Dies ist ein Teil oder ein Stanzteil, das ich nachher kolorieren werde mit den Aquarellstiften. Und das sind ja, sind ebenfalls Stanzteile und zwar aus dem Pergamentpapier. Und eigentlich hätte ich zwei Stanzteile, jetzt fragt mich nicht, ach da. Ja, genau, ich wollte sagen, eins ist schon wieder verloren gegangen. Also ich habe noch ein zweites Stanzteil. Das lege ich jetzt erstmal alles zur Seite und dieses kleine Ding darf ich auf keinen Fall verlieren, das gehört nämlich auch noch mit zur Karte. So, ja, und ich zeige euch einmal das Stempelset und hoffe, dass jetzt nicht alles hier zusammenbricht. Also hier sind erst einmal die Aquarellstifte, die lassen sich eben wunderbar mit Wasser bearbeiten und dann sieht es richtig schön aus, finde ich. Das habe ich hier jetzt einmal gemacht. Hier seht ihr vielleicht auch die verschiedenen Nuancen. Seht ihr das etwas dunklere Grün und das hellere Grün? So, die sind auch dabei. Das sind vier Stifte. Und genau, ich wollte euch ja nicht das Stempelset zeigen, bevor ich hier angefangen habe zu reden. Das hier ist dieses Set. Das ist schon ziemlich ausgedünnt hier bei mir. Deswegen muss ich mal gucken. Und das Stempelset gibt es auch nur zu diesem Kartenset. Und das ist nämlich wunderbar zum Geburtstag oder um zu Danke zu sagen. Und das brauchen wir jetzt. Das schaue ich mal. So, was habe ich noch extra da hinzugetan? Also, ich habe mir noch ein paar Embellishments geklaut. Hier aus meinem Fundus. Das sind einmal so goldene Embellishments und das sind aus irgendeinem Set, die habe ich auch bei meinem letzten Anhänger verwendet. Also ihr könnt immer wunderbar auch kleine Reste verarbeiten. Ihr braucht ein wenig Washi-Tape, wofür, das zeige ich euch gleich. Und ja genau, und noch ein wenig Goldfaden. Das ist hier der aus dem Katalog, also der Standard-Goldfaden und eben Klebemittel. Da habe ich meine heiß geliebten Glue Dots verwendet, Dimensionals und mein Tombow, also so die Standardausrüstung. Genau, also fangen wir an. Ich habe, ach nee, ihr braucht noch was, und zwar braucht ihr die Stanze. Oder ich habe diese Stanze hier verwendet. Jetzt sieht man mich schön. Ich habe hier die Stanze verwendet. Und ihr braucht diese Stanze aber eigentlich nicht, weil es dieses Teil hier auch in dem Set gibt, hat allerdings einen goldenen Rand. Habe ich zu spät gesehen, ich habe es dann schon ausgestanzt. Und jetzt mache ich es eben nochmal, damit die Karte identisch wird. Aber es gibt auch dieses Stanzteil wirklich in dem Set drin, sodass ihr gar nicht diese Stanze benötigt. Also als erstes stanze ich mal aus. Da könnt ihr euch ein weißes Stück Flüsterweiß nehmen. Ich habe das extra Stadel verwendet. Den Rest ist immer ganz gut. So, Teil 1. Dann räume ich auch gleich mal weg. So, wofür das Washi-Tape? Bei diesem Stempelset seht ihr ein großes Dankeschön an dich. Und hier habe ich dieses an dich weggeschrieben.
gezaubert, indem ich Washi-Tape drüber geklebt habe. Liegt einfach daran, diese Karte ist an jemanden, den ich nicht duze, sondern sieze. Und da bin ich mir immer unsicher, was mache ich denn jetzt, wenn der Stempel duzt? Und diesmal dachte ich mir, okay, ich mache dieses an dich wett, weil das schon wirklich sehr mit du ist. Da bin ich mir tatsächlich echt unsicher, ob ich das manchmal drauf lassen kann oder nicht. Ich habe mich jetzt dagegen entschieden. Aber was ihr dann macht, ist, ihr nehmt dann eben ein Washi-Tape. Ich habe mir hier so ein altes Ding genommen. Und dann klebt ihr. Den unteren Teil einfach ab. So sieht das dann aus. Und dann nehme ich die Memento-Stempel. Das Memento-Stempelkissen, das ist kein Stempel. Das ist natürlich noch im Katalog gibt. Das habe ich vertauscht mit der Archivtinte. So, jetzt hoffe ich, wackelt das nicht allzu doll. Gut einfärben. Das ist mir nämlich vorhin mehrmals nicht gelungen. So, jetzt hoffe ich, dass ich alles eingefärbt habe. Dann kommt das Washi-Tape wieder ab. Und dann kann ich stempeln. Und theoretisch müsste das an dich weg sein. Seht ihr, jetzt ist das verschwunden. So kann man nämlich auch Stempel passend machen. Wenn man sagt, also eigentlich brauche ich davon ein Wort nicht oder einen ganzen Teil nicht und muss nicht extra noch einen Zusatzstempel haben. So, das heißt, das haben wir fertig. Das packe ich mal dorthin oder lege ich dorthin, wo ich es hoffentlich auch wiederfinde. Aber ihr kennt mich ja, ich suche mir ja gerne mal einen Wolf. Genau, dann fangen wir mit dem Kolorieren an. Da nehmt ihr dieses Stanzteil. Ich habe mir dann nicht einen Aquapainter genommen, sondern einen Pinsel und ein bisschen Wasser. Einfach weil der Pinsel feiner ist und ich dann mehr in diese kleinen Lücken reinkomme. Und ich werde jetzt nicht alles aufnehmen, wie ich koloriert habe, weil so spannend ist das nicht. Ich habe wirklich alle Stifte verwendet. Und ich werde jetzt einfach mal zwei Blätter mit euch kolorieren. Da habe ich anfangs das helle verwendet. Muss ich immer gucken. Ich meine, das ist nämlich Limette. Das schreibe ich aber dann in den Text. Da koloriere ich jetzt einfach hier einmal das Blatt. Und oben habe ich, also da, wo es ein bisschen dunkler sein soll, ich meine, das ist Olivgrün. Aber wie gesagt, das schaue ich nochmal nach. Habe ich jetzt das Dunklere verwendet. So sieht denn ein Blatt in Rohform aus. Also nicht so schick, aber wenn man es eben. Ach ja, und ihr braucht auch noch ein Tempo. Das habe ich nicht gerade runtergeschmissen, mein Tempo. Also ihr nehmt jetzt ein bisschen Wasser. Ihr könnt dann immer ein bisschen was abtupfen, wenn ihr sagt, das ist zu viel Wasser. Und dann arbeite ich mich von unten nach oben, also vom Dunklen zum Hellen. Und dann sieht es nämlich so aus. Dann habt ihr nämlich schön dunklen Rand. Wenn ihr sagt, es soll ein bisschen dunkler sein, dann könnt ihr auch von dem Stift einfach was abnehmen. Und hier noch mal ein bisschen dunkler kolorieren. Nicht zu viel Wasser, weil das ist natürlich jetzt kein Aquarellpapier. So. Seht ihr? Und jetzt habt ihr hier nämlich das Dunkle. Und wenn ihr sagt, die Ränder sind euch noch zu stark, dann könnt ihr einfach noch ein bisschen das ein bisschen verschmieren. Ist wahrscheinlich der Fachausdruck. Und so gehe ich dann die ganzen einzelnen Blätter durch und das würde ich dann jetzt eben mehrere Male machen. Und der Unterschied ist zu den rosanen Blättern. Bei den rosanen Blättern koloriere ich erst einmal alles in dem hellen Rosa und jetzt muss ich lügen. Ich meine, das ist Flamingo-Rot, aber wie gesagt, schreibe ich drunter. Und erst ganz zum Schluss nehme ich ein bisschen Farbe ab von dem Stift direkt und koloriere es dann. Also ich würde sagen, ich fange jetzt erst einmal hier an mit den Blättern und mit dem hellen Rosa, mit dem Flamingo-Rot. Und wenn ich damit dann fertig bin, dann können wir das nochmal, den Rest nochmal gemeinsam kolorieren. Also lege ich jetzt gleich mal los. Ja, der erste Schritt ist fertig. Ich habe das jetzt einfach nur mit dem hellen Rosa, mit dem Flamingo-Rot koloriert. Und jetzt fehlen mir halt noch so ein bisschen die Akzente. Und da nehme ich das dunkle Rot. Ach, da muss ich wirklich gucken, da weiß ich nicht. Es tut mir leid, welche Farbe das ist. Nehme ein bisschen was ab. Und gehe dann hier so ein bisschen rein.
Ihr seht, ich mache das auch gar nicht so genau, dass es immer in diese Blütenblätter reinpasst, sondern einfach hier so ein bisschen mitten rein. Und schon habe ich hier die, es ist mit dem Licht, das tut mir wirklich leid. Und schon habe ich hier die Akzente. So. Ja, fertig. Jetzt muss ich erstmal nachdenken. Also, und so sind wir auch fast fertig mit allem. Ich lege mal meine Stifte zur Seite, dass ich hier ein bisschen Platz habe. Knister, knister. So, jetzt kommt nämlich das Aufeinanderkleben. Als erstes klebt ihr das Zebrastück hier drauf, und zwar mit dem Tombow. Da habe ich oben noch nicht alles festgeklebt, damit ich noch was drunter schieben kann. Und zwar halt dieses Pergamentstück. Das mache ich relativ zügig. So. Und dann könnt ihr es mich festkleben. Ihr braucht halt nicht viel Tombow, das ist immer wichtig. So, anschließend nehmt ihr hier das Stück mit dem goldenen Rand, das Quadrat. Dann könnt ihr auch wunderbar sonst die Stickenmuster verwenden. Da habt ihr halt nur nicht den goldenen Rand. Den klebt ihr hier so ein bisschen versetzt auf. Nun kommt das grüne Zeug. Das klebe ich nur in der Mitte ein bisschen, damit es hier an den Seiten eben absteht. Nun kommt das zweite Pergamentstück. Da nehme ich nicht ganz so viel, oder versuche ich noch weniger Tombow zu verwenden. Das schiebe ich hier so zwischen. So, jetzt seht ihr das so ein bisschen, dieses durchsichtige Papier, das finde ich ganz hübsch. Jetzt muss ich aber überlegen, genau, jetzt kommt gleich dies drauf, aber erstmal braucht ihr das Benzel, also den goldenen Faden. Dann nehmt ihr euch so viel ihr wollt und zwirbelt ein wenig herum. Das ist immer doof mit dem Licht, oder? So, mit dem Schatten nämlich. So, genau, weiter geht's. Nicht runterfallen, das hatte ich schon mal. Genau. So viel oder so wenig Band, wie ihr wollt. So, das reicht. Jetzt nehmt ihr euch den Glue Dot. Und hofft, dass das Ganze hält. So, jetzt kommen die zwei Dimensionals. Die habe ich hier. Ach, fängt das Besuche wieder an. So. Jetzt anschließend das kleine goldene Ding hier. Das gibt es übrigens auch in diesem Set mit drin. Da braucht ihr auch nicht zurechtschneiden. Könnt aber natürlich auch was zurechtschneiden. Ja. Vielleicht macht es blub. Nee, doch. Ja. Schiebe ich so ein bisschen drunter. So, und jetzt könnt ihr euch eben noch aussuchen, ob ihr Dimensionals drauf... Ach, Dimensionals, Entschuldigung. Embellishments draufkleben wollt. Meine haben sich gerade verabschiedet und sind auf dem Boden gelandet. So, und da habe ich eben die beiden verschiedenen. Das ist kein Gold und das ist ein Gold. Ich nehme jetzt einfach mal goldene Dimensionals. Ach, Embellishments, Mann. Das wird ja hier noch was. Die finde ich passt noch mal einen Tick besser. Hier auch noch eins. Man sagt hier mal eine ungerade Zahl. Bisschen tiefer. Und fertig ist die Karte. Mir gefällt die gut. Finde ich schön. Das sind so schöne, frische Farben. Und relativ schnell gemacht. Mit dem Kolorieren geht es auch relativ fix. Und dadurch, dass eben alles schon vorgestanzt ist, bzw. ausgeschnitten ist, braucht ihr auch gar nicht mehr viel machen. Also keine Bitshot rausholen, gar nichts. Und hier könnt ihr es jetzt festkleben. Ihr könnt es aber auch so lassen. Je nachdem, was ihr schöner findet. Also mit viel Bewegung oder ohne. Ja, vielen Dank fürs Zugucken. Und ja, ich habe noch mehr Videos. Da könnt ihr ein bisschen stöbern. Bei Instagram seht ihr mich oder findet ihr mich auch als Bastelbasille und bis zum nächsten Mal. Tschüss.